Einen schönen guten Morgen. Mein Name ist Thomas Löber von Expense Reduction Analysts und ich begrüße Sie ganz herzlich zum Webinar Warenwirtschaft, das gehalten wird von Daniela Segert und Dr. Harald Lampay. Das Webinar an sich wird so rund 45 Minuten dauern. Im Anschluss haben Sie die Gelegenheit, Fragen zu stellen, entweder durch Handzeichen. Da haben Sie so einen kleinen Klicker, mit dem Sie das anzeigen können, dass Sie eine Frage haben und freigeschaltet werden möchten, dann würde ich Sie auch freischalten und Sie können die Frage direkt an die beiden Vortragenden adressieren. Die andere Möglichkeit ist, dass Sie eine Frage schriftlich in das Fragepanel reinschreiben. Wir würden die Frage dann laut vorlesen, sodass auch jeder die Frage nachvollziehen kann und an die beiden Vortragenden adressieren. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen jetzt spannende und interessante 45 Minuten und übergebe das Wort an Frau Segers. Ja, guten Morgen allerseits. Daniela Segers, Expense Reduction Analyst, eine der beiden Spezialisten für das Thema Warenwirtschaft. Ich begrüße Sie auch ganz herzlich von meiner Seite. Was wollen wir heute tun? Eine kurze Vorstellung hier über uns. Wer sind wir? Was machen wir? Und wir möchten Ihnen dann eine Übersicht geben über das Thema Warenwirtschaft. Was sind eigentlich Themen, die unter dieser Überschrift behandelt werden? Wie erkennen Sie bzw. auch unsere Kollegen Optimierungspotenziale? Was sind die neuesten Trends in der Warenwirtschaft? Und auch ein paar Projektbeispiele, dass Sie so ein praktisches Feeling bekommen, was sich hinter Schlagworten verbergen kann. Und wie funktioniert so etwas in der Praxis? Ja, wir über uns. ERA, 25 Jahre, weltweit organisiert und seit 4 Jahren ausgezeichneter Top Consultant. Wir wurden 1992 gegründet, haben 700 Berater weltweit und bearbeiten inzwischen über 40 Themengebiete, die wir intern Kategorien nennen. Wir sind über 25 Länder verteilt und wenn wir über den deutschsprachigen Dachraum sprechen, sind wir mit ungefähr 135 Beratern und Spezialisten unterwegs, von denen sich heute zwei etwas näher vorstellen. Einmal ich selber, Daniela Segert, ERA inzwischen im 7. Jahr und mein Background ist die internationale Handelslogistik. Namentlich ein schwedisches Möbelhaus und ein Lebensmittelgroßhandel und Groß- und Einzelhandel in Deutschland. Das heißt, ich komme von der Handelsseite zum Thema Logistik und dann darf ich meinen Partner in Crime vorstellen, Herr Dr. Ja, Harald dann. Lampay. Ich übergebe. Ja, prima, vielen Dank. Dann rufe ich zunächst mal einen guten Morgen in die Zuhörerrunde, begrüße Sie auch zu diesem Webinar und möchte mich an dieser Stelle dann auch mal kurz vorstellen. ERA im 9. Jahr, man sieht es schon auf der Folie. Ich habe jetzt einen technischen, industriellen Hintergrund, habe Physik studiert, im Bereich Stahl-Metallindustrie promoviert. Schwerpunkte in der Zeit waren in erster Linie Prozessoptimierung, Prozessregelungen. Es haben sich verschiedene berufliche Stationen im Bereich des technischen Managements, technische Geschäftsführung angeschlossen, auch im Bereich Automobilindustrie, mit dann auch Aufgabenstellungen, Entwicklung von Standorten, die Aufstellung der zugehörigen Supply Chain Konzepte, Einführung von ERP-Systemen waren dann auch schon in den 15 Jahren vor meiner ERA-Tätigkeit Themenschwerpunkte, die in den Bereich Warenwirtschaft fallen. Während der Zeit bei ERA habe ich hier schon eine Reihe von Projekten abgewickelt, beginnend eigentlich mit dem Thema Flow-Förderzeuge, Flottenoptimierung von Flow-Förderzeuge, an die sich dann weitere Projekte in einer breiter werdenden Aufgabenstellung angeschlossen haben. Welche Themen da behandelt werden, was alles zum Thema Warenwirtschaft kommen kann, was unsere Schwerpunkte sind, die wir hier bearbeiten und wo wir dann auch Schnittstellen zu peripheren Bereichen haben. Da gibt die nächste Folie hier eine Übersicht dazu. Warenwirtschaft, so ein bisschen ein viel gebrauchtes Schlagwort, wo auch vielleicht an der einen oder anderen Stelle
was anderes darunter verstanden wird. Wir haben hier mal versucht, die Begrifflichkeit ein bisschen zu schärfen, um klarzumachen, was wir in diesen Projekten behandeln. Warenwirtschaft als Überschrift umfasst die Prozesse sowie die Material- und Informationsflüsse eines Unternehmens im Bereich Vertrieb, Beschaffung und Lagerhaltung. Und in diesem Umfeld sehen wir für unsere Projekte drei wesentliche Schwerpunkte. Einmal das Thema Prozessgestaltung und Abbildung, was sehr viel mit den IT-Lösungen zu tun hat. Wenn man Warenwirtschaftssysteme ansieht, dann sind ja sehr häufig entsprechende ERP-Systeme, die diese Thematik als Schwerpunkt abbilden, dann im Fokus. Einführung von ERP-Systemen, Neugestaltung von ERP-Systemen ist da immer ein Hauptthema. Nur man muss sehen, dass die IT-Lösung das ist, was eigentlich im zweiten Schritt erst kommt. Bevor ich eine IT-Lösung adaptieren oder einführen kann, muss ich meine Prozesse sehr genau analysiert haben, Prozessschwachstellen erkannt haben, Sollprozesse definiert haben. Und auf dieser Basis kann ich dann erst ein Lastenpflichtenheft für eine IT-Lösung formulieren und auch dann erst eigentlich in die Auswahl gehen. Und der Baustein, der wird aus unserer Sicht häufig ein bisschen sehr vernachlässigt und man stürzt sich oft gleich in eine neue Softwarelösung, ohne eigentlich die Grundhausaufgaben gemacht zu haben. Da sehen wir ein wesentliches To-Do in diesem Bereich. Ein zweiter ganz wesentlicher Schwerpunkt ist das Thema Warenzuflusssteuerung. Wenn wir unter Warenwirtschaft ein bisschen enger zu den innerbetrieblichen Materialfluss, das Durchschleusen der Ware vom Wareneingang über möglicherweise eine Produktion bei einem Industrieunternehmen oder halt ohne Produktion bei einem Handelsunternehmen in den Vertriebsversandbereich sieht, dann geht es nicht nur darum, die Ware intelligent durch den eigenen Betrieb zu steuern, sondern auch insbesondere dafür zu steuern, dass die Ware in den richtigen Mengen reinkommt und ich nicht schon durch über große Zuliefererlose mir den Warenzufluss verstopfe oder dass es zu Materialstromabrissen kommt oder ähnliches. Diese Warenzuflusssteuerung ist auch ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Und ein dritter Schwerpunktbaustein unserer Projekte ist halt die physikalische Gestaltung des innerbetrieblichen Materialflusses. Welche Technik setze ich ein? Welche Regaltechniken? Welche Fahrzeugtechniken und ähnliches? Und dann sehen Sie rundherum noch fünf weitere Schlagworte, wo es dann auch Mengen, Schnittstellen zu gibt. Und wenn wir in Projekten diese Themen haben, dann haben wir an der Stelle den Vorteil des eingangs erwähnten breiten ERA-Netzwerkes mit vielen Experten in vielen Kostenkategorien, die auch alle diese Felder besetzen, sodass wir dann auch in jedem Projekt, je nach sich verschiedenen Schwerpunkt, auch dann die entsprechenden Fachexpertisen hinzuziehen können. Gut, das mal so als Übersicht. Jetzt können wir mal in die drei Säulen des Dreiecks etwas näher Hineingehen. Starten wir mit der Warenzuflusssteuerung. Mein Kollege Harald hat ja schon ausgeführt, dass es darum geht, erstmal zu schauen, was kommt überhaupt in so ein Lager hinein, was dann später in der Intralogistik irgendwo sinnvoll durch das Gebäude gesteuert werden muss. Das Ganze beginnt aber nicht mit dem Order Management, sondern das Ganze beginnt mit grundsätzlichen Überlegungen. Strategisches Supply Chain Management haben wir es überschrieben, wo es erstmal darum geht, die Warenströme zu analysieren. Das heißt, was kommt eigentlich woher? Wie ist die Lieferantenstruktur? Dort kann es auch um Themen gehen, zu sagen, wir reduzieren Lieferantenstrukturen. Oder wir analysieren einmal die Warengruppen, um zu gucken, muss denn alles eigentlich in dieses Lager hinein? Macht es Sinn, Artikelgruppen oder Flüsse anders zu steuern? Es gibt Möglichkeiten, zum Beispiel ein Großdocking durchzuführen und gar nicht alles ins eigene Lager zu tun, sondern Großmengen, wenn ich Großmengenabnahmen habe, irgendwo im Vorfeld schon an Kunden aufzuspüren.
aufsplitten. Es gibt die Möglichkeit, für mein eigenes Lager VMI-Konzepte aufzusetzen. Das steht für Vendor Managed Inventory. Praktisch bedeutet das, dass ich gar nicht selber abrufe oder gar nicht selber order, sondern einem Lieferanten Eckdaten zur Verfügung stelle, aufgrund dessen er selber quasi auch von seiner Seite Ware liefert. Das hat den Vorteil, dass er selber die Losgrößen oder den Versand für sich so steuern und optimieren kann, dass in der Regel am Ende vergünstigte oder bessere Liefer, entweder LKW-Auslastung oder Lieferkonzepte für ihn selber zustande kommen, sodass am Ende schlicht und ergreifend logistische Einkaufskonditionen verhandelt werden. Weil wenn mein Lieferant eine optimierte Kostenstruktur hat, dann kann ich ja sinnvollerweise daran partizipieren. Es gibt noch verschiedenste, das waren jetzt nur Beispiele, verschiedenste Abrufkonzepte oder Lieferkonzepte. Es geht letztendlich immer darum zu überlegen, muss ich überhaupt alles durch mein Lager steuern? Wo ist es sinnvoll, vielleicht mehr Ware durchzusteuern, also auf eine Optimierung der Frachten zu gehen? Wo macht es Sinn, die Artikel vielleicht gar nicht in mein Lager zu steuern, sondern erst gegebenenfalls abzurufen, wenn ich wirklich in einem Handelsunternehmen schon einen Auftrag habe, muss ich alles vorrätig haben? Oder als dritten Baustein, wie rufe ich klassisch bedarfsgerecht Ware ab für eine Produktion oder für ein normal laufendes Sortiment? Wenn diese Überlegungen da sind, dann geht es darum, diese verschiedenartigen Zufluss, würde ich sagen, Klassen von Waren tatsächlich auch sinnvoll zu ordern. Und in der Regel wird man dort nach unterschiedlichen Gesichtspunkten vorgehen. Wenn es um das Thema Ordering geht, gehen wir normalerweise da rein und gucken, was haben wir überhaupt für Warengruppen. ABC ist klassisch bekannt, aber welche Ware nimmt zum Beispiel welchen Platzbedarf ein? Wie muss ich, welches Warenvolumen, also welches Warenvolumen oder Umsatzvolumen nimmt welche Kosten oder verursacht letztendlich welche Kosten? Es gibt verschiedene Detailvarianten, wie man so etwas fahren kann. Wir gehen hinein und schauen, wie sind denn Bedarfsprognosen? Das kann im Handel ein völlig unterschiedlicher Jahreszyklus sein, in dem man zum Beispiel auch Angebote, saisonale Aspekte, eigene Angebotsstrategien, aber zum Beispiel auch Käuferverhalten zu bestimmten Jahreszeiten oder Tageszeiten oder so etwas einbinden kann. In der Produktion geht es dort eher um klassische Bedarfsplanung, um eben sehr, sehr genau so zu ordern, dass ich immer meinen Sicherheitsbedarf da habe, aber eben den Sicherheitsbedarf und nach Möglichkeit möglichst viel direkt vom Wareneingang an einen Bestimmungsort zu bringen. Moment, eben etwas abschalten, entschuldigen Sie bitte. So. Es geht also letztendlich darum, optimale Sicherheitsbevorratung zu haben und ein Parameter-Setting in dem ERP-System, das ich hoffentlich adäquat zu meiner Durchflusssteuerung habe und zu meiner Prozess oder möglichst ein ERP-System habe, das meine Prozesse sinnvoll abbildet, dann aber auch in diesem ERP-System das Parametersetting optimal zu gestalten. Weil ein System zu haben, heißt noch nicht, dass ein System immer in allen Dimensionen optimal genutzt wird. Auch in diesem Bereich haben wir unsere Beratungsdienstleistung. Um eben das, was in ein Lager hineinkommt, von Beginn an zu optimieren, und eben nicht den Fehler zu machen, erst in einem Lager anzusetzen, wenn im Prinzip alles da ist
alles vollgestopft ist und man dann schauen muss, wie komme ich damit zurecht. Gehen wir einmal in den nächsten Punkt, in die Intralogistik. Nun ist die Ware sozusagen da. Das Thema Transport machen oder wird von unseren Spezialkollegen oder spezialisierten Kollegen abgedeckt. Das blenden wir heute in diesem Webinar aus. Wir gehen jetzt davon aus, irgendwo haben wir Ware geordert und jetzt ist sie da. Harald. Genau, jetzt haben wir die Ware in unserem Werk, Großlager, wo auch immer. Und jetzt geht es um den physikalischen, innerbetrieblichen Materialfluss. Und unter der Überschrift Intralogistik gucken wir uns hierzu das vorhandene, das vielleicht notwendige, vorzuschlagende Equipment und alle Randbedingungen an. Und in dem Feld ist es wirklich wichtig, eine sehr detaillierte Analyse zu fahren. Und wenn man heute Vertriebsleute der einschlägigen Lieferanten von Flow-Förderzeugen nennt, die großen Namen, die Sie alle kennen, dann sagen Ihnen durch die Reihe alle dieser Vertriebsleute, 20 bis 25% der eingesetzten Geräte sind falsch, sind die falschen Geräte am falschen Platz, weil bei der Beschaffung oder Wiederbeschaffung wird häufig das angeschafft, was man vorher hatte. Und wenn ein 3,5 Tonnen Stapler kaputt geht oder seine Leasingzeit abgelaufen ist, dann wird halt wieder ein 3,5 Tonnen Stapler gekauft. Und häufig werden Anfragen rausgegeben, wo auch durchaus Expertise von Lieferanten gar nicht abgefragt wird, sondern einfach ein Angebot eingeholt wird zu dem, was man vorher an der Stelle auch hatte. Und wenn es zu einem Vertriebsgespräch kommt, dann werden irgendwelche Details diskutiert, welche Art von Sitz auf dem Stapler soll und welche Luftfederung und brauchen wir einen dritten Arbeitsscheinwerfer. Aber mal einen Schritt zurückzutreten und zu überlegen, was brauche ich denn überhaupt? Welche Technik gibt es? Ist eine bestimmte Transportthematik überhaupt eine Aufgabe für einen Stapler oder für ein Flow-Förderzeug oder gibt es da nicht eine andere Lösung? Wie sehen die Warenströme wirklich im Detail aus? Was wird von wo nach wo transportiert? Häufig sind die Analysen, sofern denn überhaupt welche gemacht werden, sehr oberflächlich. Es sind mehr Baucheindrücke, die dazu führen, welche Anzahl von Fahrzeugen auch beschafft wird. Und hier sind detaillierte Analysen wirklich sehr, sehr hilfreich, um die richtige Technik auszuwählen und auch die eine kostenoptimale Lösung zu finden. Was wir an dieser Stelle machen, ist wirklich zunächst mal eine detaillierte Abbildung des Materialstroms, wo man häufig auf ausweichende Daten zurückgreifen muss und sich beispielsweise aus der Ansteuerung eines Etikettendruckers für Paletten mal Informationsdaten rausholt, wann wo entsteht welche Fertigpalette. Daraus kann man dann wieder mit oft hinterlegten Stückzahlen ableiten, welche Hilfsrohbetriebsstoffe mussten denn an diesen Produktionsort gebracht werden. Und so kann man sich manchmal aus ERP-Daten, die eigentlich für einen ganz anderen Verwendungszweck angedacht sind, trotzdem so ein Modell zusammenstellen und kriegt einen sehr detaillierten Überblick. Auch mit ERP-Daten ist das problemlos möglich, mit einer tagegenauen Abbildung von Materialfluss, auch mit dem Erkennen von irgendwelchen Spitzenwerten, mit einer Abbildung von Verteilungen, was ist eine durchschnittliche Palettenanzahl, die von A nach B pro Tag im Jahr gefahren wird, wie ist die Gaußverteilung über das Jahr, welche Spitzen gibt es, wie sieht es mit Spitzen in anderen Bereichen aus. Solche Dinge können wir da erfassen und haben das schon oft erlebt, dass dann auch bei unseren Kunden durchaus Überraschungseffekte auftreten, weil man die Mengen so nicht erwartet hat oder so nicht eingeschätzt hat oder gedacht hat, es sei viel mehr. Und so machen wir uns ein Bild über den zunächst mal vorhandenen physikalischen Warenfluss und schlagen dann dazu die geeigneten technischen Lösungen vor.
gucken wir uns sehr detailliert Randbedingungen vor Ort an. Was sind Limitierungen, die ich durch Gebäudestrukturen habe? Wie sind Wegeverhältnisse? Muss ich öffentlichen Straßenverkehr kreuzen? Solche Dinge berücksichtigen wir mit. Und das Ganze dann auch mit Blick auf die auch hier ja recht schnelllebige Technikwelt. Auch hier entwickeln sich viele Dinge rasch und neu. Und es ist da durchaus eine Aufgabenstellung, den Überblick zu behalten und wirklich die bestmöglichste Technik auch zu kennen. Und da bringen wir sicherlich auch als unabhängiger Berater den Vorteil mit, dass wir keine bestimmte Technik, keine bestimmte Fahrzeugart, keine bestimmte Lagertechnologie an den Mann bringen wollen, weil uns ist es letztlich egal, was am Ende angeschafft wird. Wir vertreten keine bestimmten Lieferanten, sondern die gesamte Branche und können auch hier entsprechend neutral beraten und mit unseren Kunden dann gemeinsam die beste Lösung auswählen. Vielleicht an der Stelle schon eine Folie weiter. Beste Lösung auswählen würde auch zu dem nächsten Bild passen. Ich hatte das vorhin schon bei dieser Übersichtsfolie mal kurz erwähnt. Wenn wir hier über Auswahl des besten Equipments sprechen, das kann auf der einen Seite die gerade angesprochene Hardware für den Materialtransport sein, aber auch sicherlich an der einen oder anderen Stelle die Auswahl einer geeigneten IT-Lösung, Auswahl einer geeigneten Software. Und hier stellen wir das auch ähnlich wie bei der Intralogistik fest, dass da häufig ein bisschen vorschnell Dinge geordert oder ausgewählt werden und man dann irgendwie versucht, die Softwarelösung irgendwie mit Leben zu füllen. Und das ist eigentlich ein bisschen das Pferd von hinten aufgezäunt. Hier muss man eigentlich auch vorher sehr klar wissen, wie sollen meine Prozesse ablaufen, was will ich wie steuern. Und wenn ich da meine entsprechenden Sollprozesse habe, dann kann ich mir dazu die passende Software auswählen und meine Prozesse in der Software abbilden. Und das wird häufig ein bisschen andersrum gemacht in der Praxis. Deshalb ist das für uns ein wichtiger Punkt, den wir da gerne mit unterstützen. Gut, ich glaube, dann können wir eine Folie weitergehen. Das war jetzt ein Schritt zurück. Und da nochmal ein Übersichtsbild über die drei gerade besprochenen Bausteine, mal ansehen. Wichtig ist, auch wenn wir jetzt auf unsere Bausteine eingegangen sind oder näher eingegangen sind, dass das keine Standalone-Lösungen sind. Natürlich gibt es Schnittstellen zum Thema Transport. Wenn ich über Wareneingang spreche, Warenfluss im Wareneingang, bin ich sehr schnell verlinkt mit Transport. Wenn ich über Optimierung im Picking-Bereich, Wege, optimales Picking rede, bin ich sehr schnell dabei, auch zu überlegen, wie wird denn hinterher verpackt? Was ist denn meine Verpackung und Versand? Was sind meine Konzepte dort? Weil die greifen selbstverständlich dahin, ob ich, wenn ich über Wege, optimales Picking rede, darüber spreche, wie viele Picks kann ich gegebenenfalls gleichzeitig picken? Welche Größenverhältnisse habe ich im Versand? Was macht Sinn, wirklich gleichzeitig zu tun? Was macht Sinn, besser sequenziell zu tun? Also es ist nicht so, dass die hellblauen Felder, die wir vorrangig bearbeiten, wirklich standalone sind. Es gibt immer übergreifende Aspekte. IT-Lösung und die Digitalisierung, sowie das Personalmanagement sind natürlich zwei Aspekte und auch Problemfelder, die einmal den gesamten Prozess begleiten. Insofern, nicht in einer Prozesskette abzubilden sind, sondern immer wieder begleitende Aspekte haben. Wir haben das anhand der IT-Lösung Digitalisierung einmal mit den Pfeilen dargestellt. Es greift im Prinzip in jeden Schritt hinein. Das Personalmanagement ähnlich. Da geht es im Personalmanagement einmal um Trainings- und Umsetzungsbegleitung. Ja, eine IT-Lösung einführen bedeutet, dass man für eine kurze Zeit einen erheblichen Personalbedarf hat. Und dann geht es nicht darum, dass die Mitarbeiter die technischen Aspekte des neuen Systems begreifen müssen, sondern es geht auch darum, irgendwo, wo finde ich
Wo finde ich die smarten Anwendungslösungen? Was kann ich wie smart wirklich abbilden? Wo ist der Mehrwert, um wirklich nicht nur zu lernen, so funktioniert ein System, sondern zu entwickeln, gemeinsam mit den Mitarbeitern, so, was kann ich denn jetzt Pfiffiges daraus machen? In diesem Bereich unterstützen wir selber, aber es geht natürlich auch um Personalbeschaffung, Zeitarbeit, Interimsmanagement gegebenenfalls, wo dann unsere Kollegen, die professionell sich mit dem Thema Personalmanagement auseinandersetzen, unterstützend tätig sein können. Wie erkenne ich Ja, Optimierungspotenzial, Harald? genau. Also vielleicht am einfachsten daran, wenn wir einfach mal drauf schauen, was sind die Schwerpunkte unserer bisherigen Projekte? Wann kommen Unternehmen auf uns zu und sagen, wir brauchen in dem Bereich Hilfestellung? Und in dieser Folie haben wir mal einen Überblick gegeben über so die Top 3 Gründe für ein Projekt Warenwirtschaft mit uns. Und mit Abstand auf Platz 1 ist es das Erreichen von Wachstumsgrenzen, sei es in produzierenden Unternehmen oder in Handelsunternehmen. Ich glaube, alle haben das Gefühl, die Wirtschaft läuft jetzt im x-ten Jahr sehr gut. Firmen wachsen, haben gut zu tun und es sind immer mehr Firmen, die an ihre Grenzen stoßen. Das Wachstum überfordert die vorhandene Infrastruktur und man kommt einfach nicht mehr hinterher. Das ist sicherlich ein Hauptthema, mit dem wir uns im Moment beschäftigen, das dann auch mit Neubaumaßnahmen zu tun hat, mit Infrastrukturerweiterungen. Dann haben wir Projekte, die sicherlich auch eine ähnliche Motivation haben. Aber wo eigentlich nicht so richtig klar ist, was wollen wir? Es gibt Unternehmen, die sagen, wir sind Oberkante, Unterlippe am Anschlag und wir müssen jetzt eine weitere Halle bauen. Das ist so das, was mehr auf der Platz 1 hier angeführt ist. Aber es gibt auch Unternehmen, die spüren, es ist alles historisch irgendwie so gewachsen. Wir kommissionieren immer noch so wie vor 20 Jahren. Das müsste man sich mal näher ansehen. Also eine etwas unscharfe Aufgabenstellung, mit der Bitte, mal die Prozesse zu analysieren und zu gucken, geht es auch besser. Das ist auch ein relativ großer Bereich von Projekten, die an uns herangetragen werden. Und auf Platz 3, sowas Ähnliches wie Platz 1, es sind irgendwo Grenzen erreicht, allerdings dann bezogen auf irgendwelche Teilsegmente. Also in irgendeinem Lagerbereich ist die Kapazitätsgrenze erreicht. Man braucht für eine bestimmte Artikelgruppe zusätzliche Lagerflächen. Oder in einem personalintensiven Bedarf findet man einfach keine Leute. Und es gibt die Überlegung, finden wir hier eine technische Lösung, um mit dem vorhandenen Personal auch den Umschlag abwickeln zu können. Das sind so die Top 3 Begründungen für unsere laufenden Projekte und sicherlich damit auch ein Anzeichen für Optimierungspotenzial, wenn Unternehmen so etwas spüren, empfinden, diese Aufgabenstellung haben. Das ist sicherlich eine gute Begründung für ein derartiges Projekt. Weitere Details sehen wir in der nächsten Folie. Genau, es ist oftmals ja noch nicht so weit, dass die Erkenntnis da ist, dort liegt das Problem. Oder häufig ist es ein sehr unspezifisches Feeling. Es ist etwas nicht in Ordnung. Bezogen auf die Warenwirtschaft, was könnte nicht in Ordnung sein? Wo finden sich häufig Symptome, die nicht zwangsläufig direkt in der Warenwirtschaft auftauchen? Aber was sind häufig Symptome, sich in der Waren, die warenwirtschaftlichen Prozesse einmal genauer anzuschauen? Das sind zum Beispiel Verschlechterung von Kennzahlen wie Lieferzeiten oder Liefertreue. Es könnten Signale sein, die eben aus dem Kundenservice kommen.
Sinkende Umschlagsleistung in der Kommissionierung. Das heißt, ich habe einzelne Kennzahlen, die vielleicht nicht optimal sind oder sogar eine negative Tendenz bekommen. Ja, irgendwo habe ich das Gefühl, ich stecke da immer mehr Leute rein, aber das, was im Prinzip geschafft wird, bleibt immer gleich oder bekommt einen negativen Trend. Hohe Krankenstände bei Logistikmitarbeitern sind auch immer ein Alarmsignal. Früher hat man oft gesagt, na ja, gut, die müssen halt viel, die müssen halt viel körperlich arbeiten und mit einem bestimmten Alter hat man halt Rücken, ja, und dann fällt es halt aus. Das geht inzwischen anders. Es ist überhaupt nicht mehr notwendig, dass Mitarbeiter aufgrund schwerer Arbeiten extrem ausfallen. Sicherlich ist es kein, nicht immer ein Zuckerschlecken, ja, und es ist weiterhin körperliche Arbeit, aber es gibt technisch so viel ausgereifte Produkte, die einfach auch ergonomische, korrektes Halten, Heben unterstützen, dass das nicht notwendig ist. Hoher Krankenstand hat etwas mit nicht adäquater Technik zu tun, also Überbeanspruchung oder auch mit Überlastungserscheinungen, wo einfach irgendwann sehr viel Druck ist und wo gerade in Zeiten ökonomischer, positiver Entwicklung es dahin läuft, dass man mit veralteter Technik einfach auf Dauer schneller laufen muss. Unfallhäufigkeit, und dort sind wir auch sehr eng verbandelt mit dem Thema Beiträge zur Berufsgenossenschaft. Die Unfallhäufigkeit in der Logistik ist ein absolutes Alarmsignal. Wir sehen häufig, dass wenn wir einfach Betriebsbegehungen machen, um einfach mal zu schauen, dass nach wie vor unadäquate Hantierungshilfsmittel, Flurförderzeuge eingesetzt werden, dass man mit sehr großem Stemmingmaterial durch Personalbereiche fährt, am besten auch noch falsch herum mit der Palette vorwärts. Wir sehen, dass aufgrund von Lagerengpässen abenteuerlichst gestapelt oder eingestapelt wird. Das ist natürlich, das gilt es um jeden Preis zu vermeiden. Abgesehen davon, dass es kostenintensiv sein kann, aber Unfälle mit Mitarbeitern sind so ziemlich das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann. Und da spreche ich leider auch aus eigener Erfahrung. Es passiert so schnell etwas aus Unachtsamkeit. Und wenn man schon eine Unfallhäufigkeit in der Logistik feststellt, denke ich, das ist etwas, wo man hineingucken kann und schauen kann, was kann ich optimieren? Weil das hat oftmals noch nicht mal mit Rieseninvestitionen zu tun. Eine negative Liquiditätsentwicklung, gegebenenfalls auch aufgrund von falschen Lagerbeständen oder nicht gebrauchten Lagerbeständen, ist ein Anzeichen für Optimierungsbedarf. Dann auch einfach bei Lagerrundgängen eine optische Enge oder Leere. Es ist ja nicht immer nur voll, ein Alarmsignal. Wenn es besonders leer ist, kann es auch ein Alarmsignal sein für nicht adäquat genutzte Flächen. Und dann einfach mal ein, zwei einfache Kennzahlen, die natürlich genauso nicht für alle Bereiche gelten. Aber als Indikator, wenn ich eine Lagerkapazität zu mehr als 85% ausgelastet habe, in der Produktion kann es ein bisschen mehr sein, im Handel spricht man von ab 80% Lagerauslastung, dann fange ich an, ineffizient zu werden, weil ich einfach Ware häufig nicht mehr genau dort einstapeln kann, wo sie wegeoptimal eingelagert werden sollte. Und ich fange an, schlicht und ergreifend in den Prozessen verlängerte Prozesse zu bekommen. Ebenso, wenn meine Lagerreichweite mehr als 8 Wochen ist, das ist auch unspezifisch. Es kann in Spezialbereichen auch sinnvoll mal mehr sein, aber im Großen und Ganzen, wenn meine Lagerreichweite mehr als 8 Wochen ist, ist es ein Alarmsignal. Wenn ich wirklich ein effizientes Lager führen kann und eine gute Produktionsplanung habe, beziehungsweise im Handel wirklich ausgefeilte Systeme habe, die auch einen anständigen Forecast hergeben, dann fahre ich Läger mit bis zu nur 2 Wochen Ware. Dass das natürlich nicht immer und überall so möglich ist, ist klar.
Aber alles, was größer 8 Wochen ist, ist aus unserer Sicht ein Alarmzeichen. Das sind unterschiedlichste Aspekte, die man sich einmal anschauen kann, um ein besseres Gefühl dafür zu bekommen, ob ein warmwirtschaftliches Projekt sinnvoll ist. Da gibt es sicherlich noch eine Reihe mehr. Wir haben uns einfach mal auf die Tops konzentriert. Trends in Gut, der Wagenwirtschaft. Harald, ja, dann was übernehme gibt's ich an Neues? der Stelle mal wieder. Wir haben es überschrieben mit Trends in der Warenwirtschaft. Vielleicht könnte man auch hinschreiben, wo sind die größten Nachholbedarfe in der Praxis? Weil das, was wir hier unter Trends angeführt haben, sind jetzt auch technologische Weiterentwicklungen von Dingen, die jetzt nicht so brandaktuell neu sind. Aber wir erleben sehr, sehr oft, dass diese Technologien, obwohl sie ja doch schon einige Jahre etabliert sind, oft in der Praxis nicht angekommen sind. Und was wir in Unternehmen halt sehr oft finden, ist Papier und ist das Stichwort suchen, Material suchen. Wo steht es denn jetzt? Und es ist ein häufiges Bild, dass Mitarbeiter mit Listen in der Hand umherlaufen und etwas suchen. Und das ist das, wo wir auch Abhilfemaßnahmen bieten wollen und Technologien aufzeigen wollen, die genau das verhindern. Und was hier dazugehört, ist natürlich Scanner-Technologie, weg vom Papier, die Daten elektronisch verfügbar haben und nicht nur die Daten elektronisch wegbuchen, um sie für Auswertung im ERP-System zu haben, sondern auch um die Daten aktiv zu nutzen, wie beispielsweise mit den hier angedeuteten Hilfssystemen, dass auch gleich über ein Staplerleitsystem oder über ähnliche Technologien, auch über eine Tablet-Steuerung, Mitarbeiter gleich wissen, auf welchen Lagerort kommt dieses Material, wie bringe ich es dorthin oder wo finde ich es, wenn ich das Material brauche. Und wir erleben in diesem Bereich sehr, sehr viel Zeitverschwendung, weil einfach nach Material gesucht wird und umständlich mit irgendwelchen Papierlisten gearbeitet wird. Ähnlich ist das im Ja, nächsten Bild. eine Ergänzung. Sehr häufig ist es so bei der Lagerplatzvergabe, man weiß, wo man es eigentlich immer hingestellt hat und der Mitarbeiter entscheidet, wo Ware hinkommt. Das kann aus Wareneingangssicht dann gesteuert, ein optimaler Weg gesteuert sein, muss aber zur späteren Verarbeitung nicht mehr optimal sein. Das heißt, der Trend geht eigentlich dahin, wenn man einmal seine optimalen Warenflüsse abgebildet hat, dann entscheidet das System, wo die Ware hinkommt und nicht der Mitarbeiter sucht einen freien Platz, wo es gerade hinpasst. Genau, vielleicht dazu noch ein einfaches Beispiel. Ich habe eigentlich bei jedem Bild immer gleich ein Projekt vor Augen, wo dann auch in der Gehen Richtung nochmal zurück. ein To-Do war. Eine typische Situation hier, wenn man da keine entsprechenden Hilfsmittel hat, sind diese Blocklager, die Sie alle kennen, wo Material auf irgendwelchen Flächen zusammengestellt wird. Nicht in Regale eingelagert wird, sondern im Block gelagert wird. Und jetzt ist es oft so, dass dann das Blocklager in bestimmte Flächen aufgeteilt ist und man weiß zumindest, in welcher Fläche eine Materialpalette stehen sollte. Nun ist es aber gerade bei Blocklagern so, dass man nicht an jede Palette rankommt und wenn jemand irgendeine Palette sucht, dann räumt er zwei, drei andere zur Seite, die ihm da im Weg stehen und räumt die natürlich nicht wieder hin zurück. Und der nächste, der kommt, macht das so ähnlich und dann setzt so ein Düneneffekt ein. Dann fangen die Paletten an, sich irgendwie in diesem Blocklager zu bewegen und spätestens nach dem dritten Umsetzen stehen sie nicht mehr da, wo man mal geglaubt hat, dass sie steht. Und dann ist das Chaos da und die Sucherei geht los und sowas erleben wir sehr häufig. Und mit einer intelligenten Technologie hier kann ich natürlich auch so eine versetzte Palette mitverfolgen und dann passiert mir sowas gerade nicht. Okay, jetzt mal ein Bild weiter. Ähnliche Thematik, anderer Bereich, Kommissionierung. Auch hier erleben wir immer noch sehr viel Kommissionierung mit der klassischen Papier ausgedruckten Picking-Liste und dem Stift, der Haken für Haken setzt und diese Liste abarbeitet. Auch hier steht natürlich eine Vielzahl von Technologien zur Verfügung. Sehr schlanke
intelligente Lösungen. Wir haben hier ein paar Dinge angedeutet. Scanner, die nicht viel größer sind als ein etwas größerer Siegelring, die man auf dem Handrücken tragen kann. Datenbrillen, die die Informationen des Pickings, Artikel, Lagerort, Menge einfach in das Gesichtsfeld einblenden, so wie Sie das auch als Head-Up-Display aus dem Pkw-Bereich kennen. Pick-by-Light-Lösung, wo das Regal selber durch Lichtsignale die Kommissionierung erleichtert und weitere Technologien. Sind ein paar Beispielbilder, die hier gezeigt sind. Es ist oft gar nicht das ganz große Investment, das hier erforderlich ist. Relativ schlanke Investitionen, die Arbeit erheblich erleichtern können. Vielleicht auch noch ein Bild weiter. Das Thema Flurförderzeuge, wir hatten es vorhin schon mal so ein bisschen angesprochen. Intralogistik auch als Baustein in unseren Projekten. Auch hier steht ein irrsinnig breites Equipment zur Verfügung und es ist hier schon die Kunst, dass das Richtige dann auch aus der Flut dieses Angebotes auszuwählen und auch die Trends zu sehen und die Entwicklung zu sehen und auch da, wo sich dadurch Anwendungsfelder deutlich ändern können. Ein angedeutetes Beispiel ist hier im rechten Teilbild ein Schubmaßstapler neuester Generation. Man sieht, der baut sehr klein. Diese kleine Board wird unter anderem ermöglicht durch Lithium-Ionen-Batterien, die viel schlanker bauen als Bleiakkus. Man kommt dadurch einerseits in neue Anwendungsfelder, weil man ein viel schlankeres Fahrzeug hat und dann auch guten Gewissens sich in Räumlichkeiten bewegen kann, wo Fahrzeuge älterer Bauart einfach zu groß sind für entsprechende Gangbreiten, Durchgangsbreiten und ähnliches. Und man kommt auch insofern in ganz neue Anwendungsfelder, aber beispielsweise die Lithium-Ionen-Batterien im Gegensatz zu Bleiakkus auch ständig nachladen kann, ohne technische Risiken und ohne den Akku technisch zu belasten, was auch Dinge wie Wechselbatterien entbehrlich macht und zwischenzeitliches Nachladen erlaubt. Und durch solche eigentlich Details können sich Anwendungsfelder schon sehr merklich ändern. Daniela, willst du ein paar Dinge ergänzen noch zu Flurförderzeugen? Flurfahrzeuge, klassischerweise hat man zwei Sorten Stapler vor Augen oder drei Sorten. Einmal sowas wie ein Entladestapler, da hat man die Gabel vorn. Man hat Schubmaßstapler, da sitzt man seitlich und das Ganze ist eigentlich gedacht für die vertikale Bewegung in Hochregalen. Und naja gut, dann gibt es noch in der Regel die klassischen Elektrostecker mit Standplattform oder ohne für mehrheitlich horizontale Bewegung und für den horizontalen Transport. Das sind sozusagen die drei klassischen alten Säulen neben Handhubwagen. Das hat sich inzwischen sehr gemischt. Man könnte hier mehrere Folien auflegen. Wir haben einfach mal zwei Anwendungen gezeigt, nämlich das Thema Routenzug. Es muss nicht immer Ware auf einer Gabel transportiert werden. Inzwischen gibt es verschiedenste Lösungsanwendungen, wo man im Prinzip wie mit einem kleinen Zugfahrzeug, einer kleinen Lokomotive vorneweg unterschiedlich Gebilde an Warenträgern hinten ran transportieren kann. Wir sehen oben eine kleinere Lösung. Das, was dort transportiert wird, könnten Wägen sein, auf denen Kleinpickgebinde liegen oder vorsortierte Pickgebinde, die wieder zu einer Einlagerung kommen. Diese Routenzüge fahren sehr exakt auch auf engem Raum. Das Ganze gibt es auch in der Großvariante. Unten ist mal ein Zugfahrzeug dargestellt, das dafür dient, auch auf öffentlichen Straßen große Gebinde mit mehreren Tonnen zu ziehen. Wobei auf öffentlichen Straßen dürfen es immer nur zwei Anhänger haben und keine drei oder vier wie im internen Betrieb. Der Trend geht auch dahin, dass man Geräte so weit umbaut, dass eigentlich diese Drei-Säulen-Struktur verschwindet. Unten eine Anwendung, wie man ein klassisches, im Prinzip ein klassisches
nicht, Entladestaplergehäuse, wo normalerweise Gabeln gerade vorkommen, durch eine andere technische Lösung, die da vorgebaut ist, zum Schmalgang-Kommissionierer macht. Es sind unterschiedliche, wie beim Traktor auch, unterschiedliche Gerätschaften, die man sich vorne vorstellen kann, möglich, die nicht nur für reine Stapleraufgaben gedacht sind. Es gibt Möglichkeiten, Palettenwänder vorne dran zu setzen, Dorne dran zu setzen, um unterschiedlichste Artikel zu transportieren. Es gibt die Möglichkeit, elektronisch verschiebbare Gabeln dort aufzubringen, um unterschiedlichste Artikel mit einem Gerät zu fahren, von schmalen Halbpaletten bis schweren Langpaletten und auch verschiedene Palettennormen, in dem einfach Gabeln auch nicht nur elektrisch ausfahrbar, sondern spreizbar sind. Man kann hier nicht alles andeuten, aber wir wollten zumindest Ideen geben. Und dieses aus zwei Komponenten zusammengebaute, diese Schmalgang-Kommissionierlösung soll einfach stellvertretend dafür stehen, dass man verschiedenste Komponenten bedarfsgerecht zusammensetzen kann. Ein weiterer Trend, die Regaltechnik. Wir haben früher von Regaltechnik gesprochen und von Fördertechnik oder Transporttechnik. Der neueste Trend geht dahin, oder ist nicht der neueste Trend, aber es geht zunehmend dahin, dass eine Regaltechnik und die Fördertechnik verschmelzen. Das heißt, nicht zwangsläufig, man geht zu einem Regal und entnimmt dort etwas, oder man fährt mit Stapler zum Regal und entnimmt dort etwas, wobei es kann auch Frau sein, sondern inzwischen gibt es oder Regalsysteme, die einen Warenauswurf oder einen Wareneingang haben, der bereits eine Transportlösung darstellt. Nicht nur in großen Hochregallegern, wie man es kennt, mit riesigen, schweren Conveyor-Belts und Transportlösungen, wo man ganze Paletten einlagert, sondern auch für die Kleinkommissionierung diverse Möglichkeiten, Straßen zu bilden, um dort vorkommissionierte Teile für die Kommissionierung Teile zu entnehmen. Das heißt, aus dem Regal kommt die Ware zum Mann, man entnimmt ein Teil und eine, in diesem Fall Plastikkiste, verschwindet wieder. Das Ganze geht so weit, dass es auch automatisch fahrbare Lösungen gibt, die zum Beispiel, wie im mittleren Bild, eine Rollenbahn draufgesetzt haben. Das heißt, die können diese Kiste auch von dieser Ausgabestation übernehmen und zu einem beliebigen Ort transportieren, sodass die Lauftätigkeit durch die Maschine ersetzt wird, wie auch Lösungen zum Beispiel von der Logimat, wo es möglich ist, zeitlich begrenzt oder flexibel anzubauen. Man sieht hier in dieser Lösung auf dem rechten Bild, wo wild ein paar Kisten hin und her fahren, in der Mitte eine zusammengerollte Schlange. Das ist ein bei Bedarf mögliches Anbauelement, das dann auch in verschiedene Richtungen ausrichtbar ist. Ja, also haben hier bewusst auch kleinere Lösungen ausgesucht, um zu schauen, um zu zeigen, es sind nicht die Wahnsinns-Millionen-Investitionen, die notwendig sind, sondern auch im Kleinen ist der Trend inzwischen so weit, dass ja, Ware aus und in Regale transportiert wird und vom Mann hineingehen und zum Mann kommen, ohne dass man alles ablaufen muss. Ups. Na? So. Ja, das Schlagwort Industrie 4.0 in aller Munde, vernetzte Prozesse. Und für die meisten ist es in der Anwendung noch eine riesige, große Wolke. Alles spricht mit allem und jedem. In der Logistik gibt es dort Lösungen vom Kleinen in diesem Rahmen, wie kleine Transportwegen, die einem Mann folgen, die automatisch entweder WLAN gesteuert sind und Orte ansteuern. Wir hatten in dem vorherigen Bild schon mal etwas mit dieser Rollenbahn. Das gibt es auch als Kommissionierwagen, der folgt. Es gibt es als Plattform,
die Untergestelle fährt und Paletten bewegt oder eben auch andere Güter. Ja, das sind die beiden linken Anwendungen. Das heißt, im Kleinen startet es, vernetzte Prozesse zu haben, indem einfach WLAN-Anbindungen genutzt werden. Im unteren Bild haben wir zum Beispiel ein Beispiel einer Drohne, die durchs Lager fliegt, mit einer Kamera, die für Inventurzwecke eingesetzt wird. Das heißt, es gibt smarte Einzelelemente, die eingebunden werden können, bis natürlich dahin, dass wir komplette Logistik-Produktionsstraßen haben. Es wird nicht wirklich was produziert, aber vollautomatisch von Orten in Orte gebracht. Von der ganz großen Anwendung wie im mittleren Bild bis dahin, dass man Kleinteile Automatenläger hat, wo einfach die Paletten kleiner werden. Wichtig zu diesem Thema 4.0 ist, dass, und da kommen wir wieder, das schließt sich ein Kreis, da kommen wir zu dem, was wir eingangs gesagt haben, Prozesse sauber analysiert sind. Ein vernetzter Prozess wird nicht funktionieren, indem ich einfach ein System einführe und sage, so, das ist es jetzt und alles andere oder meine gewachsenen Strukturen in ein System vergewaltige, sondern umgekehrt, ich muss Prozesse sauber abbilden und intelligente Lagerverwaltungssysteme haben oder erstmal die richtigen Lagerverwaltungssysteme oder ERP-Systeme haben, die meinen Prozessen entsprechen. Und dann ist das nicht die große Industrie 4.0-Einführung, sondern es ist eine stückweise Einführung, wie ein Puzzlestein, von dem aber vorher geplant werden muss, wie soll es werden, damit ich dann alle notwendigen Algorithmen, wenn ich das Ganze zu einem kompletten Puzzlespiel ergänze, auch sinnvoll einbinden kann. Harald, möchtest du da noch etwas zu ergänzen? Nee, die wichtigsten Sachen sind gesagt. Ich schaue auch schon ganz klein bisschen auf die Uhr, wenn wir noch unsere Ja. Projektbeispiele kurz Gehen wir direkt erläutern rein. wollen, gehen wir mal eine Folie weiter, genau. Vielleicht um die Dinge jetzt noch abzurunden, die wesentlichen Themen sind vorgestellt. Vielleicht drei, vier konkrete Beispiele aktueller Projekte, die wir in diesem Umfeld bearbeitet haben. Denken wir zurück an unsere Top 3 Gründe für Projekte und auf dem Platz 1 Podest hatten wir Unternehmen an Wachstumsgrenzen. Genauso etwas haben wir hier in diesem Beispiel auch. Ein produzierendes Unternehmen im Bereich Metall. Wachstumsgrenze ist erreicht. Auch schon etwas länger zurückliegend hatte dieses Unternehmen ein Nachbargrundstück erworben und dort auch schon eine Planung angeschoben, einen Produktionsneubau dort zu erstellen. Und es ist dann an uns eigentlich die Aufgabenstellung zunächst herangetragen worden, die frei werdenden Produktionsflächen im Bestandsgebäude zu optimal zu nutzen und entsprechende Logistikthemen dort abzubilden. Wir haben schon bei unserer ersten Begehung erkannt, dass das Bestandsgebäude hier wenig geeignet ist für logistische Prozesse, Zufahrt, Wege, Gebäudestruktur. Das hat ja alles nicht so richtig gepasst. Wir haben das auch zum Ausdruck gebracht und haben dann auch quasi einen zwischengeschalteten Auftrag bekommen, hier mal eine grundsätzliche Konzeptprüfung zu machen. Ist denn die Idee, auf der anderen Straßenseite ein Produktionswerk zu bauen und das bestehende Kombiwerk, in dem alle Themen sind, zum Logistikstandort umzustricken, überhaupt der richtige Ansatz? Wir haben uns dann eine Reihe von Daten beschafft. Ich hatte das vorhin auch ausgeführt, was wir da so für Themen untersuchen, welche ERP-Daten man ranziehen kann, wie man auch Hilfskonstruktionen finden kann, dass man aus indirekten Daten Themen ableitet. Und so haben wir auch hier den Materialstrom dann wirklich mal auch ganzheitlich abbilden können, mit auch für den Kunden durchaus überraschenden Aspekten und ein wörtliches Zitat ist, dass das so jetzt auch nicht erwartet war und so hat man das nicht gesehen. Dann gab es für die denkbaren Alternativen auch scheinbare Hürden, weil bestimmte technische Lösungen einfach nicht bekannt waren. Und wir haben dann zum einen aufgezeigt,
wie die tatsächlichen Bedarfsverhältnisse sind, was braucht man wirklich an neuer Logistikfläche, was braucht man an neuer Produktionsfläche, wie sind die Potenziale der Grundstücke und wie sind mögliche technische Lösungen, wenn man das eine oder das andere als Neubau dort aufstellt. Und wir haben dann auch relativ rasch erreicht, dass das Konzept komplett umgeändert worden ist und es ist ja nach kurzer Zeit eine Entscheidung gefallen, kein Produktionsgebäude neu zu bauen, sondern ein Logistikgebäude neu zu bauen und die Produktion zu lassen, wie sie ist. Das waren wenige Personentage, die hier investiert worden sind und sie haben, man muss es so deutlich sagen, auch eine Fehlinvestition im Bereich mehrerer Millionen verhindert. Und deshalb war das durchaus sinnvoll, ein zu schiebendes Projekt an dieser Stelle. Gut, das nächste Beispiel. Ja, Neuausrichtung eines Großhandelsunternehmens, ein Beispiel aus dem Handel. Die Ausgangssituation war, dass der Standort an die Wachstumsgrenzen gekommen ist, wieder einer unserer Top-Ausgangssituationen. Und im Vorfeld ist man dazu gelangt, dass man neue IT-seitige Erneuerungen braucht. Das Lagerverwaltungssystem ist in Teilen überhaupt nicht existent gewesen. Das ERP-System, sag ich mal, ein etwas in die Jahre gekommener Standard. Was früh aufgefallen ist, ist, dass wir veraltete Kommissioniertechnik haben. Auf gut Deutsch, es werden mit Papier gestützt, geht man mit Kommissionierwegen durch endlose Gänge. Und die Lagerstruktur ist auch nicht bedarfsgerecht. Die Lagerstruktur hat sich noch nach Artikelgruppen definiert, aber nicht nach schnell oder langsam drehen, was dazu führt, dass natürlich bei der Kommission sehr häufig das gesamte Gebäude abgegangen werden muss, wobei man hier noch dazu beitragen darf, dass es sich um drei Ebenen handelt. Unsere erste Beauftragung war, einfach mal die Daten eines Geschäftsjahres zu analysieren, um zu ersten Erkenntnissen über die tatsächlichen Volumina, die sich in verschiedenen Bereichen abspielen, ja, um erstmal ein Bild zu bekommen, was ist wirklich Sache und nicht, was ist Gefühlssache. Was wir sehr schnell dort erkennen konnten, ist, dass Lagerbestände nicht ausreichend gesteuert sind. Das heißt, wir haben ein Thema im Waren Inflow. Das, was wir unter Bestellkonzepte und auch Disposition vorgestellt haben. Und wir haben in Teilbereichen schlicht und ergreifend falsche Lager- und Regaltechniken. Das heißt, Schnelldreher, Langsamdreher werden alle gleich behandelt, was natürlich einen sehr hohen Platzbedarf bedeutet. Die Lösungsvorschläge, die wir dort erarbeiten konnten und das auch in wenigen Manntagen sinnvolle Ergänzung von Lagertechnik in Teilbereichen. Das heißt, wie verdichte ich sinnvoll die C-Artikel, um den richtigen Platz für A- und B-Artikel zu haben? Eine Flächen- und Wegeoptimierung für die drehenden Produkte, die A- und B-Artikel, damit einfach mehr Kommissionen in schnellerer Zeit gemacht werden können. Und da haben wir noch nicht mal über weitreichende Technik, die wir gerade vorgestellt haben, um Kommissionen sicherer zu machen und noch weiter effizient im Moment nachgedacht. Es geht wirklich rein, um wie lege ich die Ware sinnvoll. Und der nächste Schritt wird dann sein, wirklich technische Optimierung in der Kommission umzusetzen. Sowohl im Warentransport als auch in der IT-Anbindung an Möglichkeiten, gleichzeitig mehrere Kommissionen durchzuführen und diese sicher ohne Kommissionierfehler durchzuführen. Gut, zu der Ja. nächsten Folie sage ich ein paar Worte. Hier geht es um die Analyse einer Fahrzeugflotte. Ich will an dieser Stelle nur relativ wenige Ausführungen dazu bringen, weil,
Wer sich ein bisschen näher interessiert für das Thema, gerade dieses Projekt ist in eine Veröffentlichung eingeflossen. Es gibt ein Fachbuch, wo das Projekt hier im Detail beschrieben ist. Da ist ein Sonderdruck zur Verfügung. Jeder, der sich interessiert, kann sich an uns wenden und kann diesen Sonderdruck bekommen und dann auch mal ein bisschen im Detail nachlesen, wie wir in solchen Projekten vorgehen. Und ich will vielleicht nur den dritten Punkt mal kurz rausgreifen, wie extrem auch solche Ergebnisse ausfallen können. In diesem Projekt gab es sehr viele Hochhubstapler-Deichselgeräte im Einsatz, die schon auf den allerersten Blick nach einer überdimensionierten Fahrzeugflotte aussahen, aufgrund der sehr seltenen Einsätze. Und bei der näheren Analyse kam dann raus, dass man 10 Fahrzeuge in 2 Bereichen auf 4 reduzieren kann. Das heißt, 6 von 10 waren nicht notwendig. 60% der Fahrzeuge einfach nicht notwendig. Und das sind natürlich irrsinnige Einsparpotenziale, die sich hier kumulieren können. Und wie gesagt, wer gerade zu diesem Beispiel mal detaillierte Ausführungen sehen möchte und dann auch mal schauen kann, was passiert denn eigentlich in so einem Projekt, an welcher Stelle wird wie tief gebohrt, kann hier gerne den entsprechenden Sonderdruck bei uns anfordern. Dann gab es noch mal ein anderes Projekt zum Thema Bau und Eröffnung eines weltweit größten Möbelhändlers. Also es ging um ein großes Einrichtungshaus. Und die Einrichtung und Etablierung der Logistikprozesse. Es ist nicht immer so, dass ein Logistikprozess schon existieren muss. Wir fühlen uns auch zu Hause in Gebieten, wo ein neuer Prozess geschaffen wird. Hier hatten wir eine spezielle Ausgangssituation. Es gab in diesem Land keine bestehende Supply Chain. Die Belieferung ist nur über Seefracht möglich gewesen und die internen Arbeitsweisen sind völliges Neuland gewesen, auch für potenzielle Mitarbeiter. Und die Beauftragung und die Aufgabe war von der Supply Chain Konzeption, das heißt, wo kommt welche Ware her, über die Einstellung und Ausbildung der Mitarbeiter. Sowas geht natürlich nur mit einem Interimsmanagement. Aufbau einer Ablauforganisation, die technische Feinplanung, Einrichtung und Inbetriebnahme der logistischen Funktionsflächen von Staplertechnik, Conveyor-Lösung über 3 Stockwerke, eine Silo-Lösung mit drin. Wir sprechen über 18.500 Kubikmeter Lagervolumen an diesem Möbelhaus. Die Warenbestückung des gesamten Möbelhauses mit 56.000 Quadratmetern. Das heißt, in diesem Fall ist die warenwirtschaftliche Aufgabe bis nicht nur in ein Pickfach, in einem Lagerenvironment, sondern auch die einzelnen oder alle Kundenbereiche und Entnahmestellen und Warenpräsentationen für den Kunden sind quasi als Pickfach definiert. Nur sprechen wir da natürlich auch unter ganz andere oder bekommen ganz andere optische und verkaufssteuernde Aspekte hinzu, die man so in einem Lager nicht hat. Es ging darum, um die Implementierung der warenwirtschaftlichen Systeme, das heißt von Forecast-Szenarien, die reine Disposition, das Lagerwirtschaftssystem, die Picking-Systeme, die Versandsysteme und auch der interne Warennachschub, Replenishment genannt, für die Verkaufsfächer zu gewährleisten und zwar mit dem Ziel, dass 60% der Ware in diesem Unternehmen ist es üblicherweise mehr, aber aufgrund der Marktgegebenheiten war das Ziel nur auf 60% direkten Warenfluss in ein Verkaufs- oder Pickfach zu realisieren vom Wareneingang mit einer Lieferzeit von Ware, die 4 oder 11 Wochen, von 4 bis 11 Wochen einfach sich darstellt aufgrund des Seeweges. Das heißt, das ist, glaube ich, schon ein Beispiel, wie weit man Warenzuflusssteuerung betreiben kann, wie exakt und wie genau, wenn alles zusammenkommt, das richtige System mit den geeigneten Parametern, eine sehr gut geschulte Mannschaft, die mit diesem System umzugehen weiß und ein exaktes Parametersetting. Gut, die Details sparen wir uns jetzt aufgrund der Zeit. Ich würde sagen, Raum frei für Fragen und Diskussionen.
Okay, dann, liebe Daniela, lieber Harald, vielen Dank für die sehr interessante dann doch Stunde. Und wer jetzt Fragen hat, den bitte ich entweder die Fragen zu stellen per Handzeichen, dann würden wir sie freischalten oder ins Fragenpanel einzutragen. Dazu gebe ich jetzt einfach mal 1, 2 Minuten Zeit. Wie gesagt, Fragen sind sehr willkommen und die beiden Vortragenden freuen sich, die Fragen auch zu beantworten. Okay. Eine Frage, die gerade eingegangen ist, bezieht sich auf das Thema Investitionen. Also ihr habt beide doch hin und wieder über Themen gesprochen, die durch eine Anfangsinvestition angestoßen werden müssen. Da richtet sich die Frage, wie stellt sich ein Return on Invest von zu machenden Investitionen dar? Teilweise in Gebäude oder halt auch in Maschinen. Ja, da kann ich vielleicht das ein oder andere Beispiel mal anführen. Es ist häufig so, wir haben ja auch die große Bandbreite aufgezeigt. Das sind oft auch kleinere Lösungen, die hier schon die Prozesse deutlich verbessern. Und ich habe auch in Projekten mehr als ein Beispiel gehabt, wo man im Grunde genommen überhaupt keine Return-Zeit für ein Invest braucht, sondern sozusagen von der Stunde 1 an im Cash positiv ist. Ein Beispiel, es ging in einem konkreten Projekt um einen innerbetrieblichen Transport, so eine Vermengung aus Warenbereitstellung und Kommissionierung. Mit einem sehr klaren To-Do für die Schicht, eine fahrplanmäßige Abarbeitung ganz bestimmter Themen, also ein sehr definiertes Arbeitspaket. Und mit diesem Arbeitspaket war der Mitarbeiter auch in seiner Schicht ausgelastet. Wir haben aber in dem Projekt erkannt, das Fahrzeug, das er dazu einsetzt, ist kein geeignetes Fahrzeug. Da gibt es bessere Lösungen, mit denen das deutlich besser und eleganter geht. Und wir haben das entsprechende Fahrzeug mal besorgt für einen Testtag. Und es ist klar, dass man an einem Testtag, wo man das erste Mal dieses neue Fahrzeug hat, auch noch nicht optimal mit diesem Fahrzeug umgeht. Trotzdem war der Mitarbeiter nach 6 anstelle sonst 8 Stunden mit seiner Arbeit fertig. Und wenn man sich das einfach mal hochrechnet und mit einem Bruttostundensatz mit Lohnnebenkosten 20, 25 Euro wird jedes Unternehmen kalkulieren. Und wenn ich dann 2 Stunden pro Tag spare oder 20, 21 Arbeitstage pro Monat, dann habe ich hier reine Lohnkosteneinsparungen von rund 800, 850 € pro Monat erreicht. Und die Full-Service-Leasing-Kosten des entsprechenden Fahrzeuges, wie der Name sagt, Full-Service sind also alle Verschleißkosten und sonstige Kosten enthalten. Die wirklichen Bruttokosten des Fahrzeuges im Full-Service-Leasing lagen so in der Größenordnung von 600 € pro Monat. Das heißt, ich habe hier überhaupt keine Return-on-Invest-Zeit, sondern spare vom Tag 1 an auch wirklich Geld ein. Und ähnlich ist es mit vielen ergänzenden Equipment, was wir so angeführt haben. Die Prozesskosteneinsparungen sind oft so hoch, dass sich die Geräte praktisch von der Stunde 1 an amortisieren und rechnen. Und dann gibt es natürlich auch die andere Seite, wenn wir, wie in dem ersten Beispiel, natürlich zunächst mal eine Planung eines Neubaus, eines neuen ganzen Gebäudes voranbringen müssen, dann ist das eine Investition. Ja, die ist so, in diesem Fall eine sowieso Investition, weil ja sowieso ein Produktionsgebäude ursprünglich geplant wurde. Aber wenn wir natürlich Großinvestitionen haben, dann ist das nichts, was sich von der ersten Stunde amortisieren kann. Und das ist auch nichts, was man im Detail von vornherein ausrechnen kann. Das heißt, das sind keine Einsparprojekte im eigentlichen Sinne, wo man kurzfristig sagen kann, ja, wir implementieren und wir haben ein Delta X, sondern das sind natürlich dann Return Investments auf längerfristiger Basis und das sind auch keine, das sind dann auch eher Beratungsprojekte.
Okay, vielen Dank an beide für die Beantwortung der Frage. Weitere Fragen, soweit ich sehen kann, sind nicht eingegangen. Das heißt, dass wahrscheinlich noch keine Fragen sind und die eventuell später kommen. Sollten Sie später noch Fragen haben, Sie bekommen den Vortrag einmal als PDF-Dokument und einmal die Aufzeichnung des Webinars per Link zugemailt mit den Kontaktdaten der beiden Vortragenden, so dass noch, wenn Fragen kommen, Sie mit beiden direkt in Kontakt treten können. Wie gesagt, sollten jetzt keine weiteren Fragen mehr reinkommen, bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit, die Sie uns geschenkt haben für die letzten 70 Minuten. Und ich bedanke mich auch an die beiden Vortragenden für den sehr interessanten Insight. Gut, okay, also dann sage ich auf Wiederhören in die Runde. Freue mich, dass Sie dabei waren und freue mich auch auf weitere Fragen bzw. Kontaktaufnahmen bei näherem Interesse. Das Gleiche von meiner Seite. Noch eine schöne, erfolgreiche Woche, gute Geschäfte und bleiben Sie uns gewogen.